zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute mit der lieben Linda! Yay, ihr kennt sie wahrscheinlich schon von manchen Videos. Wir haben heute wieder eine Challenge für euch, und zwar die Nicht-Lachen-Challenge. Das habe ich bei der lieben Dagi Bee gesehen und dachte mir sofort, das musst du auch mal ausprobieren. Auf den Verlierer wartet am Ende auch eine Bestrafung. Wir haben uns gegenseitig lustige Videos rausgesucht aus dem YouTube und die werden wir uns gleich mit dem Laptop angucken. Und wir dürfen nicht lachen, es sind insgesamt für jeden 10 Videos, die wir euch auch einblenden werden nebenbei. Und ich würde sagen, ich fange an. Ja. Mit der Challenge und starten wir. Viel Spaß. Viel Spaß. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. So, ich habe hier mein Läppi und wollen wir mal gucken, was sich Linda für mich Schönes rausgesucht hat. Starten wir mit dem ersten Video. Oh mein Gott, ich habe voll Angst. Die lacht jetzt schon. Pakistan ko islami riyasat banane ka program diya hai. Cameraman Shahbaz Rashid ke saath Nazeer Bhatti, Arwan News, Lahore. Da hat er den umgeklatscht. Ja. Hat er einfach so aus der Kamera. Voll dreist, einfach so weggeklatscht. Wie kann man so ruhig sein, ey? Das ist so eine kurze Szene, aber das ist so dumm. Warte, ich muss mich jetzt kurz beruhigen, ey. Die witzigsten Videos sind wirklich die, wo sich die Menschen ernsthaft wehtun. Ist aber leider so, aber es ist... Oh. Das war aber ganz schön. Ich musste schon lachen wegen seiner Popole. Dass man sowas nicht merkt, wenn man schon gefilmt wird. Da muss man doch auf seine Hose achten. Und dann ist er nicht aufs Pferd gekommen. Das habe ich mir aber schon gedacht, als ich das gesehen habe. Mann! Er ist eine RTL-Legende. Herzlich willkommen, Hans Meiser. Und 5. Am vierten Tag nach der Währungsumstellung hat sich der Euro bereits weitgehend eingebürgert. Jeder zweite Kurde zahlt. Jeder zweite Kunde zahlt nach Angaben des Einzelhandels in Deutschland. Sicher nicht mehr. Er hat Kurde gesagt. Wie peinlich das ist, wenn dir sowas passiert, als Nachrichtensprecher. Ja, vor allem Kurde, ne? Das ist jetzt auch. Er hat das gesagt, ich dachte so, boah, jetzt kommst du rum, du kommst, du schaffst das. Aber dadurch, dass er auch lacht und er grinst einfach so dabei. Das ist denn etwas dicker. Aber hast nicht gelacht, ne? Weil sowas ist mir auch schon mal passiert. Den Ball geschossen und dann auf den Mund gelegt. Ja, aber der hat den Ball kaputt gemacht. Hat er kaputt gemacht? Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist okay, dann guck uns doch mal an. Der platzt, der Ball. Das habe ich gar nicht gesehen. Weil er auf ihn drauf fällt. Das arme Kind. Ja, Glück für dich, ne, dass du das nicht so gesehen hast. Ja. Ey, ich hab nicht gelacht, oder? Oh, herrlich, der hat Spaß im Leben, immer. Ja, aber das Essen sah auch nicht so appetitlich aus. Nee. Das
mit der Flöte da ankam, da war, glaube ich, vorbei. Eigentlich bin ich nur am Essen, dann bin ich zufrieden. Meistens esse ich nur ein Pompons, aber manchmal auch, also ziemlich oft auch, stecke ich mir mindestens 5 Pompons in den Mund. Lecker. Und ja, der Mund muss voll sein. Ohne Essen werde ich zur Furie. Ich habe eigentlich immer Hunger, als ich nichts anderes Essbares gefunden habe, weil ich das davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich mir Klopapier genommen und habe ich mir Kakaozucker gemacht und das habe ich dann aufgegessen. Meine T-Shirts sind eigentlich Nachthemden. Aber fällt ja nicht auf. Okay, du hast nicht gesagt. Ja, weil ich solche Leute einfach traurig finde. Nein, ich fand sie absolut geil. Die hat Klopapier gegessen. Mit Kakao. Ja, aber mit Kakao. Das ist ein Unterschied. Generationen werden in Stinaz die einzigartig verzierten Eier hergestellt. Das Eierkatzen ist ein Teil der Identität der kroatischen Gemeinde und überregional bekannt und begehrt. Doch das Kulturgut ist vom Aussterben bedroht. Nur mehr wenige Damen beherrschen die Technik und wenn man wirklich aktive Eierkratzerinnen sucht, ist die Auswahl sehr klein. Ja, jetzt ist meine Lindermaus dran. Ich muss mich einmal kurz sammeln, ja? Los geht's. Oh Mann! Also ich muss ganz ehrlich sagen, hat er einen Ball in die Fresse gekriegt am Ende? Das kenne ich. Ich hatte das auch. Nein! Ja, deswegen musste ich leider nicht lachen, weil es ein Mercedes ist, ne? Da passiert das mal. Video Nummer 3. Ich liebe Katzen. Linda, lach doch mal. Das Ding ist, ich finde das immer voll nicht witzig, wenn Katzen sich erschrecken. Oh, ich finde Katzen. Ja, weil die immer so hochspringen, immer so wie so Flummis. Oh, wir sind ja gerade. Was ist mit ihr denn falsch? Der ging's nicht gut. Ich hoffe, sie hat sich nicht wehgetan und ich hoffe, es geht ihr gut. Voll auf die Eier. Boah, was suchst du für Videos aus? Die armen Menschen. Vor allem die armen Männer. Das hat ganz schön geknackt, ne? Vielleicht ist ja was durchgebrochen. Der Körper stimmt schon mal. Okay. Ja, schade. War witzig. Aber irgendwie hätte ich mir das Lachen jetzt auch ersparen können. Du suchst immer nur komische Sachen aus, wo Männer sich wehtun. Der hat seine Schuhe verloren. Da kommt ein Auto. Linda macht sich nur Sorgen. Okay, es war jetzt nicht witzig. Es geht noch weiter. Okay. Wofür applaudieren die? Kommen wir zum Video Nummer 9. Hä? Das habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist...
glaube, das ist mein Glück. Letzte Chance. Was ist mit ihr denn verkehrt? Hat der Hund den Bruder gerammelt? Verloren. 6-5, ganz ja. Knapp. Linda darf mir jetzt das Gesicht zu tapen. So viel sie will, so oft sie will. Ich mache meine Haare aber noch zu. Und dann bin ich richtig viel verloren. Ja, ich weiß. Und deswegen habe ich auch schon so Angst. Es kriegt so richtig schön so Lifting und so. Okay, legen wir mal los, ne? Ja, meine Lieben, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, schaut auf jeden Fall bei Linda vorbei. Bei ihr findet ihr den... Wer würde AirTag? Ach, genau. Und ich würde sagen, gebt uns gerne ein Däumchen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.